Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Foundation, dem Heim, nicht Heim- und Handwerker-Simulator, sondern dem Mittelalter-Städtebau-Simulator. Ne? So, das ist unser schönes Dorf. Sieht mittlerweile schon richtig cool aus. Auch unsere Kirche ist schon fertig. Jo, unsere Kirche ist fertig. Nee, Glas fehlt noch. Nicht ganz fertig. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Und hat auf jeden Fall den Charme schon einer gewissen Größe einer Stadt. Ne, hier haben wir so den Hauptkern. Da haben wir dann hier so das bessere Viertel, hier Landwirtschaft noch mit dabei. Und da hinten haben wir Eisen- und Hüttenwerke. Und da unten wurden meine belächelten Fischerhütten so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ne? Ich nehme das mal jetzt nicht so persönlich. Aber auf jeden Fall hier so ein schöner Blick mal auf unser kleines Königreich. Ja, super. So, wir haben hier in der letzten Folge, oder ich habe, besser gesagt, in der letzten Folge, hier so ein paar dementsprechende Fischerhütten gebaut, wo der eine oder gesagt hat, ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, zu essen kann man nie zu viel haben. So geht es mir persönlich immer. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bürger, die dort gerne oder noch etwas dafür benötigen möchten. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir bauen hier nochmal einen Markt hin, weil irgendwie sind die Leute alle unzufrieden. Warum auch immer. Ein zweiter Markt sollte hier auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Mal gucken, ob das dann eine Verbesserung nach sich zieht. Weil wir haben 74 Bürger, die sind jetzt einigermaßen zufrieden. Manchmal ja, manchmal nein. Sigismund ist irgendwie total unzufrieden. Ich hoffe, der haut nicht ab hier, unser Hauptobermeister hier. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ändert sich auch nicht. Gut, ist natürlich ein Alpha. Nicht vergessen, Leute, wir spielen mit der Alpha-Version, mit der 0.31. Und wir haben eine Markt fertiggestellt, hier hinten. Und wenn vielleicht hier noch etwas, dann ist das komplett fertig jetzt? Jo. Das ist auch fertig. Das heißt, wir werden jetzt hier dann nochmal Beeren anbieten. Dann hier Fisch. Und hier Brot. Kingdom Points. Nein, Kingdom Points können wir nicht verkaufen. Und hier vielleicht Klamotten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehrere Dorfbewohner, die jetzt hier dann quasi auch dafür sorgen, dass das Ganze dann auch vonstatten geht. Hier werden auch Brunnen gebaut, damit wir auch genug Wasser haben. Ne, im gesamten Königreich. Und hier brauchen wir irgendwie noch Glas. Da müssen wir dann auch nochmal schauen, dass wir auch da dann noch durch Handel Glas erwerben. Ne? Da, guck mal. Verkauft Glas für 50 Gold. Ja. Ist aktiviert, ne? Handelsware. Glas kaufen bis zum Wert. Oh, zwei neue Dorfbewohner kommen. Von wo kommen die denn her? Von da oben, jo. Da kommen sie wieder. Aus dem Walde. Da. Zwei Damen. So, Fräuleins, wie auch immer. So, wenn wir mal gucken hier, wenn wir mal so drüber blicken, ne, so langsam. Ach, sieht schon recht cool aus, auch mit der Riesenkirche hier, ne. Da fehlt jetzt nur noch Glas. Das sieht doch meiner Meinung nach schon recht prunkvoll aus. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas freischalten können. Oh, guck mal, Herrenhaus, das Steineset. Oha! Die Schatzkammer können wir freischalten. Ein Vogtbüro und auch das ein Steuerbüro. Sehr gut. Oha. So viele Freischaltungen hier. Das heißt, wir können wir das addieren? Ein Steinkern. Ja, ich glaube, wir müssen das wieder abreißen. Ach, will ich jetzt nicht. Weil wir bauen einfach ein zweites. Ein zweites Herrenhaus. Eine Steuerbehörde. Oha. So, können wir hier noch was freischalten? Eine Jagdhütte brauchen wir auf jeden Fall noch. Bergfried. Waffenschmied. Klosterkräuter. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Wir gucken mal hier.
Brunnen wurde fertiggestellt. Sehr gut. So, wir werden jetzt mal hier nochmal hier den Markt in Betrieb nehmen. Können wir schon? Nein, können wir noch nicht. So, noch ein Brunnen wird fertiggestellt. Die Zufriedenheit steigt wieder. Vielleicht auch mit dem Wasser zu tun, ne? Wir können mal bei Sigismund gucken, weil der ist ja mal viel unterwegs. Ne, der Wasserbedarf ist immer noch nicht erfüllt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier noch ein Fehler ist. Hier können wir jetzt nichts bauen. Ein Kloster können wir noch bauen. Ein hölzerner Bergfried. Oha. Aha. Da können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Müssen wir auch noch mal gucken. Mauern. Oh, eine Holzwand. Eine kleine Steinmauer können wir auch bauen. Hm. Kloster bauen wir auf jeden Fall auch. Was? Schon wieder einer weg. Verrückt. Aha, aha. Komisch halt. Naja, gut. Wer nicht will, der hat schon, sage ich immer. Mal gucken hier, ob wir jetzt hier Dorfbewohner noch zuweisen können. So, ansonsten haben wir hier noch genug Dorfbewohner. Das Ding dreht sich jetzt nicht. Okay. Müssen wir ab und zu überprüfen, ob hier auch noch alle Leute da sind. Oh, hier haben wir zum Beispiel keinen. Das heißt, wir müssten hier einen rauswerfen. Und da einen einstellen. Häuser werden abgegradet. Jacques und Philipp. Oswald. Da haben sogar drei Leute in der Mine. Also Philipp und Jacques, den brauchen wir auf jeden Fall nicht doppelt hier. Da können wir auf jeden Fall noch hier jemanden zuweisen. Dass man hier dann noch Sachen verkauft in Zukunft. Müssen wir mal gucken, wie das dann da läuft. Vielleicht verkaufen wir noch ein bisschen mehr. Ansonsten haben wir hier noch die munteren Steineklopfer. Mal gucken, wann dann wieder der Trader kommt hier, ne? Der Händler. Ah, ich glaube, der kommt da, oder? Ja, aber es ist aber nicht der Trader. Ich will den anderen Trader haben. Der, der Glas verkauft. Der haut ab hier. Ja, super. Gibt es nicht noch einen weiteren Trader? Nee, irgendwie nicht, ne? Wir haben schon wieder so viel Geld hiervon gehabt. Wir hätten eigentlich schon wieder hier unser Land erweitern können. Mit zusätzlichen Bereichen hier, ne? Weil hier haben wir noch ein richtig schönes Stück Wald. Oder hier noch so ein Stückchen, das wir dann noch erschließen können. Wobei, wir haben erstmal noch genug Platz hier. Wo wir da Sachen zubauen können. So, 60% haben wir hier. Das sieht doch alles ganz gut aus. Aber hier kann erstmal nichts gemacht werden, weil hier keine... Komm, wir priorisieren das mal. Guck mal, hier werden die Sachen geliefert. Hier ist der Trader. Aha. So. Wo sind denn meine zugewiesenen Bürger hier? Mhm. Hier ist wohl niemand, oder was? Oder holen direkt die Klamotten hier vorbei? Okay. Hier wird auch fleißig das Feld geerntet. Die warten hier noch auf Weizen. Aha. So, was wird denn hier gebaut? Ein Wohnhaus wird abgegradet, okay.
Und ansonsten haben wir hier wirklich munteres Treiben, ne? Wir könnten mal so ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen, ne? Gucken, ob sich da irgendwie so ein bisschen was entwickelt, so ein gewisser Trend. Klamotten, Brote, ja. Da haben wir noch nicht wirklich was. Hier warten wir noch auf den Baumeister. Werkzeuge werden auch hergestellt. Beeren. Verkaufen wir die immer noch? Nee, ne? Kein Handel. Bretter verkaufen wir noch. Das können wir weiterhin so betreiben. Ein bisschen Wolle können wir auch verkaufen. Da müssen wir eigentlich auch genug haben, oder? Ja, das passt schon. So, zwei neue Dorfbewohner. Oh. Der Geburtstag des Königs steht kurz bevor. Und er hat auf seine seine Wunschliste geschickt. Offensichtlich erwartet er mehr als ein Geschenk. Eisen. Oha. Liefere 20 Eisen. Aha. 20 mal Eisen. Schon wieder ein Dorfbewohner weg. Ey, sag mal. Was ist denn da los? Kann er wohl irgendwie nicht sein, oder? Dass die ja alle abhauen. Ist doch alles da. Eine Steuerkammer. Ich glaube, ich kann steuern bald. Dementsprechend. Ah, guck mal, da kommt da wieder was. Einsetzen. Muss ich mal gucken, wo der Typ denn jetzt hier abgehauen ist. Wenn nicht, dass der Bauer wieder weg ist. Oder der Schmied oder irgendwelche anderen Leute. Das auch ist okay. So, die Eisenschmelze. Das heißt, wenn wir die beiden hier rauskicken, wird erstmal nichts hergestellt in der Schmiede. Das heißt, die könnten wir anderweitig verplanen. Da haben wir noch Fischfang. Hier haben wir auch noch Fischfang. Und hier auch. Es gibt bestimmt noch hier andere Orte, wo man noch etwas zuweisen kann. Da ist auch alles eingestellt. Okay, das passt. Hier wird fleißig verkauft. Müssen wir auch nachher mal gucken, ob da hinten auch noch verkauft wird. Hier in der Weberei wird auch flott gemacht. Hier werden die Häuser schön ausgebaut. Ich weiß gar nicht, warum die Leute abhauen. Die haben noch so schicke Häuser hier. Verstehe ich nicht. Guck mal, hier haben wir auch eine Weberei. Hier die Lager, die... Die haben so viele Sachen hier gelagert. Mit den Lagern, da muss man sich die Entwickler echt nochmal was einfallen lassen. Hier ist nämlich auch schon wieder so viel gelagert. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und... Ja, machen wir kurz Pause hier. Klar, Moment, Leute. So, Leute, weiter geht's hier. Kurz an der Tür geklingelt hier. Der Postbote. So, weiter geht's hier mit unserem Bau. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Ich hoffe, dass wir hier auch weiterhin Eisen produzieren. Weil hier haben wir nämlich gar kein Personal mehr drin. Ne, haben wir nicht mehr. Und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen einlagern können. An Eisen. Hier haben wir zum Beispiel noch gar nichts drin. Wir nehmen auch mal das hier an. Behauene Steine sind das. Ne, brauchen wir nicht. Wo ist denn Eisen hier da? Das können wir da mal annehmen. Und da müssen wir mal gucken, wir haben noch 11 Tage Zeit, damit das Ganze dann hier auch vonstatten geht. So, die Häuser werden hier munter aufbereitet, ihr seht schon. Wir könnten uns eigentlich auch schon dem nächsten Bauprojekt bald mal wieder widmen. Und zwar einfach, ja, die Kirche wird irgendwie nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kein Glas bekomme durch die Händler oder so. Irgendwie klappt das leider noch nicht. Sieht auf jeden Fall schon, ja, sehr gut aus. So. Dann haben wir das auch.
Okay, hier wird fleißig weiter abgebaut. Hier wird Kohle hergestellt. Und hier wird Eisen hergestellt. Wen haben wir hier? Den lokalen Trader, der hier immer noch rumrennt. Ich brauche immer noch den, der mit den Eisengeschichten. So. Oder mit dem Glas beispielsweise. Weil das haben wir irgendwie immer noch nicht hier im Sortiment, wie ihr seht. Mehl haben wir ganz viel, Kohle haben wir ganz viel. Das heißt, die Kohleproduktion können wir eigentlich auch mal stoppen hier. Fürs Erste. Da haben wir alles zugewiesen. Wird hier denn jetzt mehr verkauft? Wir gucken mal. Ich sehe nämlich hier gar keine Leute, die jetzt hier verkaufen an dem Markt. Ach doch, jetzt hier. So. Ich denke, damit wird die Zufriedenheit wahrscheinlich auch noch steigen. Und ja, Leute. Ich würde sagen, wir belassen es mal bei dieser Einblendung hier, unserer neuen Marktpassage, möchte ich es jetzt mal nennen, weil da laufen wir alle durch. Ne, ist so eine Einkaufspassage hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.